Moin Moin, schön, dass ihr aus diesem Video hierher gekommen seid. Wir wollen jetzt darüber sprechen, wie man einen tonigen Boden verbessert oder überhaupt erst erkennt. Was man immer wissen sollte, ist die sogenannte Fingerprobe. Man kann anhand des Bodens einfach ganz schnell so eine, ja, mit einem feuchten Boden sollte es natürlich sein, eine Probe erstellen und schauen, lässt sich der Boden verformen. Lässt er sich verformen, dann ist man mindestens bei einem Lehm. Lässt er sich zu ganzen Kugeln verformen, dann hat man definitiv einen tonigen Boden vorliegen. Er ist außerdem sehr schwer, also gegenüber einem Sand, der sehr, sehr locker ist, sehr, sehr leicht ist, ist ein toniger Boden extrem fest, dicht, schwer, neigt zur Verdichtung und gehört deswegen unbedingt verbessert. Und wie mache ich das jetzt? Man sieht auch hier, es ist ein sehr, sehr heller Boden. Das heißt, der Humusanteil ist relativ gering. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall schon mal eine gewisse Menge an neuer organischer Substanz reinbringen, beispielsweise in Form einer Aktiverde. Das heißt, damit verbessere ich diesen tonigen Boden schon mal ein ganzes Stück weit. Bei der nächsten Hälfte oder dem nächsten Bestandteil würde ich auf Urgesteinsmehl gehen. Urgesteinsmehl hat einfach noch eine etwas auflockerndere Wirkung auf den tonigen Boden, lockert ihn also zusätzlich auf. Und dann natürlich auch über den Dünger gehen. Ich möchte Struktur aufbauen und das schaffe ich über organische Substanz. Und wenn ich eine Aktiverde habe, ist das ein guter erster Schritt, aber mir fehlen einfach noch die Nährstoffe. Das heißt, ich arbeite auch noch mit einem organischen Dünger, in dem Fall mit unserem Universaldünger und Bodenaktivator. Da haben wir zusätzlich noch Mikroorganismen, die Bacillus amylolycifaciens enthalten, die sehr, sehr schön belebend auf tonige Böden wirken und damit eben auch Phosphor, also Nährstoffe freisetzen, der Pflanze wiederum verfügbar machen. Das wäre dann der nächste Verbesserungsvorschlag. Bei einem sehr tonigen Boden kann man außerdem Sand zumischen, Rasenflächen 5 Liter pro Quadratmeter auf oder in Ziergärten und Gemüsegärten Sand einfach unterheben, untermischen und da auch mit 5 bis 10 Liter maximal arbeiten. Nach und nach den Boden aufbessern, schauen, wie er reagiert und die perfekte Erde in ein paar Jahren haben. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich auch aufs nächste Mal. Bis dahin, macht's gut.